Fischers ist jetzt hier. Wir bleiben hier. Germanistische Schulsozialarbeit Organisationen erstat. Sakartvelos visitit im Opebian, Germanelis Senior Expertebi. Expertebi, Samshaw visitit Etrovia, Professor Saganman Florodat Sabulebis, the Chad Arabin Masterclasses, Mastaulebis. Amis Garda, Senior Expertebis, Movaleo Barisis Rom, Mat Chad Aron, Mastaulebata Sachurabis Kuleva, Chase Aulon, Sastaulebis Infrastructura, Professor Saganman Florodat, Standard Tami Martebashi, the Am Kulevis Sapuzos, Shemdek Mortes, Mastaulebata Shemdek. Գոմի միզնոբրիվի պրովսիոլ գամթարպիս տրենինգեպի, մեոր էտ ապսես իկնեմա դա ախլովիտ շեմըտ գոմասը։ Ich freue mich, dass ich hier am Haus der Lehrer helfen kann bei der Weiterbildung der Berufsschullehrer in Georgien. Georgien möchte ja die duale Berufsausbildung einführen und wir beginnen mit dem Gastgewerbe, mit Hotellerie und Gastronomie. Neben der Einführung der dualen Berufsausbildung gilt es auch, die Berufsschullehrer weiterzubilden, damit sie die duale Ausbildung machen können. Dazu sind die Experten von Deutschland angereist über den Senior Expert Service, alles ehemalige Berufsschullehrer, die jetzt die Berufsschulen in Georgien besuchen werden, sich mit den Direktoren und den Lehrern unterhalten, was sie machen können, was fehlt bei der Ausbildung der Berufsschullehrer zur Einführung der dualen Berufsausbildung hier in Georgien. 6 Experten sind da. Es sind jeweils ein Koch, Lehrer und ein Lehrer für Hotel und für Restaurant. Und die werden nun 12 Schulen besuchen, sodass jedes Pärchen, ein Koch, ein Restaurantfachmann, 4 Schulen besuchen und dort eine Analyse machen. Dann tragen wir alles zusammen und wenn wir das gemacht haben, ist unser Ziel, Schulpatenschaften und Partnerschaften zu machen, sodass eine georgische Berufsschule mit einer deutschen Berufsschule verknüpft wird und dann die Lehrer mit den Schülern nach Deutschland in Praktika fahren können. Wir haben bereits jetzt schon 400 georgische Schüler, also Students, Professional Students und Studenten für das Gastgewerbe nach Deutschland gebracht. Sie haben Praktika in Deutschland gemacht. Im Moment sind es über 30 Berufsschüler, die in Deutschland sind und dort in der Gastronomie ein Praktikum machen. Nachdem wir die Kooperation der Schulen gemacht haben, was im nächsten Jahr passieren wird, werden wir dann auch die gastgewerblichen Wettbewerbe initiieren. Also wir haben ein großes Programm vor. Ich danke deshalb dem Haus der Lehrer, dass ich hier sein darf. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass ich Georgien helfen kann und dass wir Lehrer hier Georgien bei der großen Aufgabe unterstützen können. Wir sind bereit und helfen sehr gerne. Man muss uns nur fragen.